und Figurentheater ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem FITZ und mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst geplant haben. Hier ganz besonders mit der elementaren Musikpädagogik. Das Projekt gliedert sich in zwei große Blöcke. Zum einen waren wir in insgesamt 6 Einrichtungen und haben hier mit den Studierenden von der elementaren Musikpädagogik, unseren Musikerinnen und Figurenspielerinnen, die Einrichtungen besucht. Das hat sich fast über ein Kindergartenjahr gestreckt. Wir haben getanzt. Die Studentinnen waren der ruhende Pol in dem ganzen Projekt, weil sie einfach bei jedem Einrichtungsbesuch dabei waren und haben sich so langsam an unsere Stücke herangetastet, die die Kinder dann im Konzert gehört haben. Also für mich war das Projekt von Anfang an eine unglaubliche Möglichkeit, jetzt auch für die Kinder neue Welten zu eröffnen. Die Kinder waren einfach auch fasziniert, weil das einfach so was Neues, Interessantes für die Kinder war. Und dann aber auch zusammenzuspielen mit der Figurenspielerin. Das Interessante daran fand ich, dass es einfach Profis sind und dass wir das im Kinderhaus so gar nicht anbieten können. Und das fand ich einfach nochmal unheimlich schön, dass es diese Möglichkeit für unsere Kinder gab. Die Vorschulkinder ja bereits einen Tag vor der Aufführung begleitet zu dem Probenbesuch beim Kammerorchester Stuttgart. Und da hatten dann die Kinder die Möglichkeit, direkt zwischen den Musikern im Orchester zu sitzen. Und das war für mich schon wahnsinnig beeindruckend. Also auch Kinder, die sonst, sage ich mal, eher weniger zur Ruhe kommen, saßen da ganz besinnlich, haben die Musik aufgenommen. Auf jeden Fall war es dann so auf der Rückfahrt, haben sie da ganz begeistert erzählt, wo sie saß und was sie vernommen haben, welche Musikinstrumente sie da in dem Moment gesehen haben. War die Zusammenarbeit mit dem FITZ eine sehr inspirierende mit den Figurenspielerinnen. Das ist für uns einfach ästhetisch ein Riesengewinn gewesen. Bei uns stand jetzt die Wolle tatsächlich im Mittelpunkt. Mit der Wolle kann man ja ganz wunderbare Sachen machen, wie man es dann nachher bei der Aufführung sieht. Man kann Puschel bauen. Man kann aber auch einfach einen Wollfaden spannen und dann ist es eine Seite. Der andere Bestandteil unseres Projektes war eine Aufführung auch unter professionellen Bedingungen. Im Yes. Der Hintergedanke von unserer Seite war, dass die Kinder immer wieder ganz am Ende zusammenkommen im Yes und ein Stück auf der Bühne erleben, das ihnen an vielen Punkten bekannt vorkommt. Es war uns ganz wichtig, dass das, was nachher auf der Bühne zu sehen und zu hören ist, auch für Kindergartenkinder funktioniert, die jetzt nicht so privilegiert waren, bei diesem Projekt über einen längeren Zeitraum vorbereitet zu sein. Es gab so viel zu hören und zu sehen, dass dieses Stück an verschiedenen Orten präsentiert werden kann und man kann vielleicht kurz mit Workshops vorbereiten. Aber auch so funktioniert das.